Heute will ich gar nicht lang um den heißen Brei herumreden, sondern einfach gucken, was die Rappelkiste für uns bereithält, oder? Okay. Das ist aber lieb. Eine Tulpe. Oh. Das riecht wunderbar. Müsst ihr auch immer an jeder Blume riechen, die ihr findet? Ich liebe Tulpen. Und wisst ihr warum? Weil die Tulpen so unglaublich früh im Jahr blühen. Das sind ja neben so den Schneeglöckchen und den Osterglöckchen mit die ersten Frühlingsblumen, die bei uns kommen. Und das bedeutet, es wird Frühling, es wird warm und alles Leben erwacht wieder neu. Und deshalb liebe ich die Tulpen unglaublich. Sag mal, kennt ihr eigentlich das Gedicht von der Tulpe? Nein, noch nicht. Es ist ein ganz berühmtes Gedicht. Dann würde ich sagen, wird es höchste Zeit, dass ich euch das mal zeige. Okay. Die Tulpe wächst ja aus einer Blumenzwiebel. Und die Zwiebel hat den ganzen Winter über in der Erde geschlafen. Und was passiert, als die Zwiebel die ersten Frühlingsgeräusche hört, das zeige ich euch jetzt. Also, wir machen eine Zwiebel. Dunkel war alles und Nacht. In der Erde, tief, die Zwiebel schlief, die braune. Was ist das für ein Gemunkel? Was ist das für ein Geraune? Dachte die Zwiebel, plötzlich erwacht. Was singen die Vögel dort droben und jauchzen und toben? Von Neugier gepackt hat die Zwiebel einen langen Hals gemacht. Macht mal einen langen Blumenhals mit eurem Arm. Und um sich geblickt mit ihrem hübschen Tulpengesicht. Da hat ihr der Frühling entgegengelacht. Gleich nochmal? Ihr wisst ja jetzt, wie es geht. Dann könnt ihr direkt mitmachen. Also zuerst machen wir die Zwiebel. Dunkel war alles und Nacht. In der Erde, tief, die Zwiebel schlief, die braune. Was ist das für ein Gemunkel? Was ist das für ein Geraune? Dachte die Zwiebel, plötzlich erwacht. Was singen die Vögel dort droben und jauchzen und toben? Von Neugier gepackt hat die Zwiebel einen langen Hals gemacht und um sich geblickt mit ihrem hübschen Tulpengesicht. Da hat ihr der Frühling entgegengelacht. Ach, das ist eins meiner absoluten Lieblings-Frühlingsgedichte. Und das kenne ich auch schon ganz lang. Das habe ich früher in der Schule gelernt. Aber ich glaube, das ist ein Gedicht, das ganz viele kennen. Und wenn ihr es noch nicht kennt, dann schaut doch einfach mal auf meine Homepage www.musikmitmaike.de. Da gibt es eine Rubrik, die heißt Rappelkiste. Und da findet ihr unter anderem auch das Gedicht von der Tulpe mit einem Ausmalbild. Das verlinke ich euch einfach hier unter dem Video. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und wir sehen uns ganz bald schon wieder.
Macht's gut. Tschüss.